Wohnung sage ich auch gar nichts, aber die Marmorbäder, diese geschmacklosen Möbel hier, diese überteuerten Vasen, diese italienische Designerküche mit diesem unaussprechlichen Namen. Seit wann braucht Felix sowas? Sada, eine Frau hat die für ihn repräsentiert. Es ist wegen Ben. Er hat sich in mich verliebt. Oh, das ist doch toll. Oh. Ah, du dich aber nicht in ihn. Vater, jetzt gehst du zu weit. Kann auch viel weitergehen. Meine Vito Meloni, was? Sie wollen nicht mehr, dass ich für Sie arbeite. Doch schon, aber nicht als Chefportier. Alphonse, da Sie sich nicht entschließen konnten, habe ich Herrn Stein mit dem Posten betraut. Chefportier? Ja, aber... Nach unserem letzten Gespräch hatte ich nicht den Eindruck, als wären Sie noch an einer Anstellung bei uns interessiert. Ich verstehe schon. Es gibt hier keinen Platz mehr für mich. Alphonse, nach all den Jahren. Natürlich wäre ich froh, Sie im Hotel halten zu können. Nur eben leider nicht mehr als Chefportier. Und der Xaver wäre dann mein Vorgesetzter. Ihr Gehalt müsste ich zwangsläufig etwas nach unten korrigieren. Aber in den heutigen Zeiten kann man ja froh sein, überhaupt noch Arbeit zu haben. Aha. Nach all den Jahren. Alphonse, so leid es mir tut, aber Sie haben gekündigt. Soll ich deswegen Herrn Steinle degradieren, nur weil Sie Ihre Meinung geändert haben? Ich konnte doch nicht wissen, dass Sie doch wieder hier arbeiten wollen. Das will ich gar nicht, Herr Solfeld. Nicht unter diesen Umständen und nicht unterm Xaver. Niemals. Sie können sich natürlich darauf verlassen, Bodo wird jeden Tag ausgeführt, ne? Wirst du jeden Tag fein ausgeführt? Schönen Tag noch. Vielen Dank. Frau Dannemeyer, angenehmen Aufenthalt in Salzburg, ja? Max, wenn du irgendwelche Fragen hast, ja, ich habe immer ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter. Und auch wenn dir das jetzt vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, du kannst natürlich weiter du sagen, ja? Ja, ist klar, du Chef. Kannst du auch gerne Xaver sagen und jetzt ab in die Pause. Servus, Max. Wiedersehen, Herr Sonnenbichler. So. Sind Sie jetzt stolz auf sich? Hat alles so geklappt, wie Sie sich's vorgestellt haben? Herr Sonnenbichler, ich habe mir gar nichts vorgestellt. Reden Sie doch keinen Schmarrn. Von Anfang an geplant haben Sie das Ganze. Mit diesem neuen Computerprogramm und diesen Webcams. Ein Quatsch, was kann ich denn dafür, wenn Sie kündigen, hä? Hätte ich nur auf den Heinemann gehört. Der hat mich vor Ihnen gewarnt. Und ich, Depp, sag auch noch, der Xaver. Der Xaver ist doch kein Intrigant. Es versteht sich aber von selbst, dass ich nicht länger mit Ihnen unter einem Dach wohnen werde. Aber in Ihrer Position haben Sie ja jetzt bestimmt Anspruch auf eine Dienstwohnung. Einen schönen Tag noch. Sie zählen ruhig zu, während dein Vater unsere Wohnung zertrümmert. Na, jetzt übertreib mal nicht. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie teuer die Vito Meloni-Vase war? Ja, ich weiß, ich habe sie bezahlt. Mein Vater ist ein temperamentvoller Mensch. Er ist total durchgeknallt, das trifft wohl eher. Eine 500-Euro-Vase. Rosalie, wenn du ihn nicht so provoziert hättest. Ah, ich habe ihn provoziert, ja? Aber dass er an unserem Leben rumkrittelt, ist in Ordnung, ja? Nein. Ah, sag's bloß, er darf das. Er darf ja auch unser Mobiliar zerschmeißen. Nein, verdammt nochmal. Ich hoffe sehr, dass du ihm nach dieser Aktion endlich die Meinung sagst. Ich werde mit ihm reden. Ja, Gott sei Dank hat er die nicht zerschmissen, weil die ist nämlich dreimal so viel wert. Ja. Ha? Die hat einen Sprung. Ach, Xaver, ist mein Mann noch bei Herrn Seifeld? Nein. Ja, aber der wollte doch mit ihm reden. Das hat er auch getan. Aha. Weißt du, was dabei rausgekommen ist? Dass mir in meiner Position als Chefportier eine Dienstwohnung zusteht. Ach so, ja. Dann werde ich ihn wohl mal zu Hause anrufen. Hallo, Chrissy. Ich komme auch ohne Rosalie zurecht. Das ist ganz meine Rede. Weil das Hochzeitskleid, das ich jetzt für deine Mutter, für Frau Wielander schneidere,
Wenn das bei den Hochzeitsgästen gut ankommt, dann kriege ich vielleicht Folgeaufträge. Sag mal, was zahlt der Direktor dir eigentlich für das Kleid? Keine Ahnung, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Haben jetzt aber höchste Zeit. Herr Seifeld? Nein, nicht. Ich bin total schlecht im Verhandeln. Vor allem mit dem Chef. Dann lernst du das jetzt. Herr Seifeld. Ja? Hätten Sie einen Augenblick für mich? Für Sie immer, Frau Schogel. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Ich wollte Sie fragen, also wegen dem Hochzeitskleid. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also über den Preis, meine ich. Ich glaube, das bereden wir am besten im Büro. Also, nachdem, was Sylvia mir verraten hat, muss das Kleid ja ein wahrer Traum werden. Sagen wir 500 Euro? Ja, Frau Strobel, das geht schon in Ordnung. Qualität hat eben ihren Preis, den ich auch gerne zu zahlen bereit bin. Herr Direktor, 500 Euro, da kostet der Stoff schon mehr. Und die vielen Arbeitsstunden. Ja, dann sagen Sie mir einfach, was Sie für das Kleid wollen, wenn Sie den Preis eh schon im Kopf haben. 1500. Alles darunter ist für mich wirtschaftlich absolut unsinnig. Wenn es so viel kostet, dann kostet es eben so viel. Eine Flasche Wasser, bitte. Gerne. Bitte. Und wie war es gestern in dem neuen Club? Okay. Schön. So viel getanzt habe ich schon lange nicht mehr. Zwei Gast-DJs aus München waren da. Xaver und du, ihr habt richtig was verpasst. Freut mich für dich. Probleme? Nichts, wobei du mir helfen könntest. Der will die verflixte Reservierung nicht annehmen. Wahrscheinlich hat Xaver mal wieder irgendwas abgedatet. Soll ich mal? Seit wann kennst du dich mit Computern aus? Schon immer. Am Laufband ist einer, am Stepper, am Crosstrainer. Selten so gelacht. Ich habe viele Qualitäten. So, wo ist die Eingabetaste? Schon okay. Trotzdem danke. Jetzt warte doch mal. Ich will nicht, dass du wegen Xaver Probleme kriegst. Kannst du eigentlich Schlittschuh laufen? Muss man das jetzt können, um eine Reservierung einzugeben? Nee, aber um heute Abend mit mir in der Halle ein paar Runden zu drehen. Ich bring Glühwein mit. Klar, gerne. Das müssen wir dem Xaver ja nicht unbedingt auf die Nase binden. Der hat die Reservierung angenommen? Ja. Ich fass es nicht. Ich sag doch, ich habe viele Qualitäten. Wie Herr Seifeld mich erst angeschaut hat. Ich dachte, jetzt kracht's gleich gewaltig. Und dann... Ich schaffe es auch ohne Rosalie. Gut, dass Ben mich quasi zu dem Gespräch gezwungen hat. Ben, warum musste er sich ausgerechnet in mich verlieben? Wir waren so gut befreundet. Und wenn Victoria recht hat? Wenn es tatsächlich nichts Schöneres gibt, als wenn der eigene Freund gleichzeitig auch der beste Freund ist? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Eine Beziehung mit Ben. Mann! Hi! Hi, verreist du? Nee, aber du hast trotzdem sturmfrei. Als würde ich das brauchen. Ich wohne die nächsten Tage bei Victoria. Wie geht's ihr denn jetzt? Besser. Also ihre Blutwerte werden besser jeden Tag. Aber? Naja, es kann halt sein, dass sie
Es kann immer noch sein, dass sie meinen Knochenmark abstößt. Simon, 1A, Konopka Spendermaterial. Das wird sie garantiert behalten. Hoffentlich. Aber auf jeden Fall tut es ihr gut, wenn ich die nächsten Tage bei ihr bin und mir genauso. Und du? Wie läuft's denn? Wie soll's schon laufen? Naja, mit Emma und dir, meine ich. Oh je, nicht vorangekommen? Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Wieso eigentlich? Sie war dir doch so dankbar, weil du sie gewarnt hast vor dem Vertrag mit Rosalie. Sie ist auch dankbar. Aber dankbar heißt eben auch nur, danke, Ben. Naja. Vielleicht ist es besser so. So schnell gebe ich nicht auf. Sie wird schon noch merken, was in mir hat. Ich denke, das weiß sie. Ich werde um sie kämpfen. Emma ist es wirklich wert. Emma, sag mal, hast du zufällig meinen Vater gesehen? Tut mir leid, nein. Ist alles in Ordnung? Rosalie und er sind heute aneinander geraten. Dabei ist eine Vase zu Bruch gegangen. Was? Rosalie hat eine Vase nach ihm geworfen? Nein, Vater hat eine Vase kaputt gemacht. Rosalie nervt, dass er ihr Vorhaltungen macht wegen ihres Lebensstils, unseres Lebensstils. Und dass er was zurückverlangt, das er zuvor verschenkt hat. Die Fürstenhofanteile. Und an ihm nagt, dass er sich die Farm nicht kaufen kann. Du sitzt also sozusagen zwischen zwei Stühlen. Vater macht Rosalie für alles verantwortlich. Nicht ganz zu Unrecht. Klar ist dein Marmorbad toll. Deine große Wohnung auch. Aber muss das wirklich sein? Rosalie ist wichtig. Ja, aber brauchst du sowas, Felix? Okay, verzeih. Ich wollte mich nicht einmischen. Was willst du denn jetzt machen? Irgendwas, damit sich die beiden die Köpfe nicht einschlagen. Staunen Sie was? Dachten Sie etwa, dass ich nur zum Shoppen aus dem Haus gehe? Aber ob Sie es glauben oder nicht, ich liebe die Natur, auch wenn sie nichts kostet. Also das mit der Vase, das tut mir leid. Ich habe ja nicht gewusst, in welche Schulden sich Felix gestürzt hat. Und da ist einfach mal wieder mein Temperament mit mir durchgegangen. Ja, das kann man wohl sagen. Wissen Sie was? Lassen Sie uns diesen Streit vergessen. Ich verspreche, ich mische mich nie wieder ein. Na gut. Ganz so unschuldig war ich wohl auch nicht. Ich habe Sie schließlich provoziert. Also wenn ich gewusst hätte, dass es so teure Vasen gibt, ich hätte ihn nie im Leben angelangt. Ach, bitte. Können wir das Wort Vase aus unseren zukünftigen Unterhaltungen ausklammern? Verstanden. Ich wünsche es mir so sehr, mit meinen beiden Männern vor dem Altar zu stehen. Werner und du, die beiden wichtigsten Menschen in meinem neuen Leben. Ich fände es ja auch schön. Aber wie willst du den Leuten klarmachen, dass ich dein Trauzeuge bin? Der Page vom Fürstenhof? Es darf doch niemand wissen, dass ich dein Sohn bin. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Da habe ich so einen prächtigen Sohn und darf es niemandem zeigen oder sagen. Aber wir haben uns doch auch so. Schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man einen Teil seiner Persönlichkeit hassen muss. Vergiss Barbara. Sie ist tot. Sie wird nie wiederkehren.
Johann. Na, Hildegard. Was machst du denn für ein Gesicht? Ich habe mich geärgert. Geht's um die Farm, die du gerne hättest? Ach, das Thema ist ja schon lange gegessen. Wieso? Der Bub hat sein ganzes Geld in die Wohnung gesteckt und ich will einfach nicht, dass er sie wegen mir verkauft. Und außerdem ist die Wohnung für seine Lebensgefährtin unheimlich wichtig. Wie meinst du denn das? Nichts. Ja, aber es ist doch dein gutes Recht, dass du das wieder haben willst. Was heißt denn hier recht? Ich will, dass der Junge glücklich wird und nicht wegen mir seine Wohnung verkauft. Ja, das kann er ja wohl bei so einem Vater, hm? Ja. Und bei so einer Frau auch? Willst du damit etwa sagen, dass Rosalie Engel dir nicht gefällt? Ach, was heißt denn hier gefallen? Ich finde, die Frau passt einfach nicht zu ihm. Der Bub war früher viel bodenständiger. Heute stehen bei dem in der Wohnung Vasen rum. Die sind doppelt so teuer wie das, was ich damals als Gärtner hier am Fürstenhof verdient habe. Ja, Emmas Schwester ist nun mal ein Luxusweibchen. Emma. Ja. Emma, das wäre die richtige Frau für ihn. Na, Johann, da haben wir als Eltern nicht mehr mitzureden. Glaubst du, Alfons und ich, wir wären glücklich gewesen, als uns Marie damals diesen Heinemann präsentiert hat? Ja, aber ihr erkennt wenigstens euer Kind noch. Ich finde, dass Felix sich... Vergiss es, er ist einfach total anders geworden. Lass den Jungen seine Erfahrungen machen. Und wenn es schlechte sind, können wir Eltern auch nichts mehr machen. Es ist bloß furchtbar schwer, dabei zuzugucken. Was willst du denn hier? Dir den neuen Vertrag bringen. Du, ich hab den Anwalt, der uns diesen Mistvertrag andrehen wollte, gefeuert. Den hab ich zur Schnecke gemacht. Ich weiß, du wiederholst dich. Und ich hab gleich einen neuen Anwalt beauftragt. Und dieser Vertrag, der ist jetzt wirklich einwandfrei. Weißt du, ich hab ihm gesagt, worauf es uns ankommt. Dass wir gleichberechtigte Partner sind und dass wir gemeinsam haften. Du kannst ihn gerne prüfen. Aber lass dir halt nicht zu viel Zeit. Hm? Ich habe mir auch ein paar Gedanken zum Marketing gemacht. Was hältst du denn davon, wenn wir zum Beispiel ein Video ins Internet stellen? Hm? Nichts. Okay, war nur ein Vorschlag. Oder wir könnten zum Beispiel... Nein. Es gibt kein Wir mehr. Zumindest nicht im Geschäftlichen. Von nun an nehme ich die Sache selbst in die Hand. Du bist immer noch sauer. Weil dieser blöde Anwalt einen Fehler gemacht hat, das glaube ich jetzt nicht. Das kannst du mir ruhig glauben. Ich hingegen glaube dir nicht unbedingt, dass es ein Fehler des Anwalts war. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, Rosalie. Und jetzt entschuldige bitte, ich habe wirklich genug zu tun. Ich habe für Sie für 19 Uhr den Tisch reserviert und der Shuttle-Service bringt Sie dann nach München, ja? Danke. Danke. Schöne Wanderung. Danke. Na, Herr Steindle, wie läuft's denn? Alles bestens. Ja, sieht so aus, als hätte ich mit Ihnen als neuen Chefportier die richtige Wahl getroffen. Tja, nur für Herrn Sombichler ist es natürlich nicht so schön. Tja, was soll ich machen? Er hat gekündigt. Jedenfalls freut es mich, dass Sie sich so schnell wieder bei uns eingelebt haben. Als wären wir nie weg gewesen. Danke, dass Sie mir die Chance gegeben haben. Ja, schon gut. Na, pass auf, dass du nicht auf deine eigene Schleimspur ausrutschst. Im Gegensatz zu dir achte ich darauf, dass ich nirgendwo reintrete. Gar kein schlechtes Gewissen. Wieso? Immerhin hast du den armen Herrn Sombichler in die Rente geschickt. Es gibt keinen Grund dafür. Das ist Ansichtssache. Ich kann nichts dafür, dass er gekündigt hat. Das war seine Entscheidung, ja. Und außerdem ist das auch nicht dein Problem. Das machst du heute Abend. Bisschen Karten spielen im alten Wirt? Ja, klar. Gern. Obwohl irgendwie... Ich habe mir was eingefangen. Am besten ich gehe ins Bett. Gut, dass du hier bist. Willst du einen Kaffee? Nein, danke. Hör zu, Rosalie und du, das kann so nicht weitergehen. Ich habe schon mit dir geredet.
Ich wollte mich da nicht einmischen. Wenn das das Leben ist, das du leben willst, dann will ich das akzeptieren. Das Leben, das ich leben will? Ja, mein Gott, mit Vasen, die doppelt so teuer sind wie die Miete von meinem alten Häuschen. Vater, es ist das Leben, das ich lebe. Gut. Ich rede da nicht mehr rein. Schön, dass du das so siehst. Wir sind doch eine Familie. Und es tut mir wirklich leid, mit Erfahrung. Du musst nur was sagen und ich verkaufe die Wohnung sofort. Nein. Ich will nicht, dass du die Wohnung verkaufst. Ich werde sehen, dass ich die Schulden so schnell wie möglich loswerde. Und vielleicht klappt es ja später. Mit einer anderen Frau. Lass uns später drüber reden. Alfons? Alfons? Ach, Hildegard, da bist du ja endlich. Ja, sag mal, wie siehst du denn aus? Red nicht lang, zieh dich aus und setz dich hin. Das Essen ist gleich fertig. Was denn für ein Essen? Du, ich hab was Ausgezeichnetes für dich gekocht. Ja, traust mir das vielleicht nicht zu? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ach komm, Hildegard, so schwer ist es auch wieder nicht. Wofür gibt's schließlich Kochbücher? Komm, setz dich hin, das Essen wird gleich serviert. Voilà. Du hast doch bestimmt Hunger. Also, du, ich hätte nicht geglaubt, dass Kochen so einen Spaß machen kann. Ach, Alfons, mach mir doch nichts vor. Ich weiß doch, wie nah dir die ganze Sache geht. Hildegard, es gibt auch ein Leben ohne den Fürstenhof. Mach dir keine Sorgen, mir geht's blendend. Du wirst mir doch nicht weismachen, dass es kein Problem für dich ist, dass ausgerechnet der Xaver dein Nachfolger ist. Du, wenn der Herr Direktor meint, dass der junge Hupfer ein Ersatz für mich ist, bitte, mir soll es recht sein. Ich genieße jetzt erst einmal die Zeit und verwöhne meine Frau. Und wegen des Geldes brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Ich habe heute schon mit der Bank telefoniert. Unser Festgeld wird in 2 Wochen fällig und dann... Oh, das ist der Schnellkoch. Oh. Und? Schmeckt es? Schön. Und dir, Schatz? Hm. Sehr gut. Wunderbar. Ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt. Wenn man die Spaghetti nur ganz kurz mit der Soße mitkocht, dann werden sie wunderbar al dente. Ach so, das erklärt es natürlich, warum das so lecker ist. Ich habe mich auch gefragt, warum die so hart sind. Ich meine, also wenn ich Spaghetti koche, dann werden die immer so matschig, weich. Ich meine, nicht so al dente. Al dente, ja. Hast du mit Emma gesprochen, wegen eures Vertrags? Ich war bei ihr, ja. Und, alles wieder im Lot? Im Gegenteil. Sie möchte in Zukunft auf unsere Zusammenarbeit verzichten. Und sie vertraut mir nicht. Dabei hat doch dieser blöde Anwalt die Sache verbockt und nicht ich. Ach so, Quatsch. Nein, Emma kapiert das niemals. Der Anwalt hat den Vertrag so aufgesetzt, dass wirklich nur ein Experte durchsteigt. Ich verstehe Emma einfach nicht. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Es schmeckt ausgezeichnet. Ich meine, man bekommt in einem Bauer wie ich schon mal solche hervorragenden Spaghetti al dente. Ja. Ta-ta! Voilà! Original französische Fischsuppe mit selbstgemachter Rouille. Fisch? Ja, den magst du doch. Ja, ich schon, aber du doch nicht. Aber ich mag dich.
Und deshalb gibt's bei uns heute Fisch. Jetzt gib deinen Teller her. So. Danke. Bitte sehr. Probieren muss ich sie natürlich auch. Klar. So. Und jetzt guten Appetit. Na? Naja, Fisch halt. Weißt, ich hab überhaupt keinen Hunger. Ich hab mir in der Küche schon ein paar Wurstbrote gemacht. Dieses Kochen, das macht so einen Appetit. Komm jetzt, probier's. Und? Doch, ja. Sehr gut. Weißt, ich meine nichts gegen unsere Hausmannskost. Aber das, das ist doch ganz was anderes. Was hältst du davon, wenn ich dich in Zukunft öfter mit solchen kulinarischen Spezialitäten überrasche? Das wäre doch schön, oder? Ja, das wäre schön. Ja. Dann iss, damit es nicht kalt wird. Es ist nicht immer einfach mit meinem Vater. Nicht laut. Das ist kein Geheimnis, das weiß er selbst. Ich finde es toll, dass du dich so mit ihm arrangierst. Naja, leicht fällt es mir gerade nicht. Ich weiß. Aber für dich nehme ich sogar das in Kauf. Außerdem, allzu lange wird er doch nicht mehr bleiben, oder? Ich meine, also er ist doch nur wegen der Gedenkfeier für deine Mutter gekommen, oder? Also ohne Mutter gibt es hier wenig, was ihn hält. Jetzt erzähl mal genau, was da los war mit Emma. Da gibt's nichts zu erzählen. Sie vertraut mir nicht mehr. Punkt. Das ist natürlich ein Problem. Emma ist schon ein undankbares Stück. Und ich denke, was ich investiert habe. Ich habe sogar meinen Geburtstag geopfert, um Interessenten für ihre Dirndl-Firma zu finden. Und sie? Das letzte Wort ist bestimmt noch nicht gesprochen. Da kennst du Emma aber schlecht. Die ist doch sturer als 10 alte Esel. Was wird denn jetzt aus mir? Unter der Bar möchte ich nicht mehr arbeiten. Es wird sich bestimmt was anderes finden. Ja, aber nichts, was mir so liegt. Wenn Emma die Sache alleine durchziehen will, dann musst du das akzeptieren. So leicht ist das. Wer weiß, wenn sie es allein nicht schafft, vielleicht kommt sie dann wieder auf dich zu. Ich muss noch mal ins Büro, wird ein bisschen länger dauern. Wer weiß, wenn sie es allein nicht schafft, vielleicht kommt sie dann wieder auf dich zu. Ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass Ben es macht. Ich bin zwar nicht allzu oft einer Meinung mit deinem Sohn, aber in diesem Fall... Nein, das Risiko wäre einfach zu groß. Und außerdem, schau mal, wie sieht das aus? Ein Page als Trauzeuge der zukünftigen Hotelbesitzerin. Ach, Hotelbesitzerin, wie das klingt. Ja, aber das wirst du sein. Und eine sehr schöne dazu. Trotzdem, mir wäre es lieber, wenn wir einen Ehevertrag hätten. Ich fühle mich überhaupt nicht als Hotelbesitzerin. Und ehrlich gesagt bin ich mit meiner Arbeit bei Frau Dr. Konopka sehr zufrieden. Also, das klingt ja fast so, als würdest du schon an Scheidung denken, bevor wir überhaupt verheiratet sind. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde mich einfach besser fühlen mit dem Vertrag. Meinst du nicht, dass es ein gutes Zeichen wäre für alle, die immer noch Barbara in mir vermuten? Wenn ich freiwillig auf alles verzichte? Gott, wenn du unbedingt willst. Hast du eigentlich schon einen Trauzeugen? Ich dachte an André, falls du nichts dagegen hast. Nein, gar nicht. Aber ich muss wahrscheinlich jemanden vom Studentenservice fragen. Naja, ich habe niemanden. Bekommst du etwa kalte Füße? Nein. Sag mal, du suchst doch nicht nach einem Grund, um doch noch einen Rückzieher zu machen, hm? Ich wünsche mir nichts mehr, als deine Frau zu werden. Ich liebe dich.
rein, Marie. Du, weißt du, wie spät es ist? Ja, ich kann eh nicht schlafen, solange das zwischen uns steht. Also wenn du gekommen bist, um mich zu überreden, nein, doch noch nein, das will ich gar nicht. Obwohl ich schon finde, dass du undankbar bist. Ohne das Startkapital, das ich organisiert habe, hättest du die Sache von Anfang an vergessen können. Keine Sorge, Herr Pachmeier bekommt sein Geld schon wieder. Ja, das schaffst du auch und ich wünsche dir ja, dass du Erfolg hast. Emma, ich habe noch mal darüber nachgedacht und ich kann verstehen, dass du sauer bist und dass du mir nicht mehr vertraust. Kannst du das? Ja. Die Sache mit dem Vertrag, das ist ja wirklich blöd gelaufen und das war mein Fehler. Ich hätte ihn vorher prüfen lassen müssen, bevor ich ihn dir gegeben habe. Aber Emma, ich will wirklich nur, dass du Erfolg hast und deshalb habe ich noch mal mit Richard Kloser telefoniert. Es freut mich, dass du deinen Fehler einsiehst. Aber meine Entscheidung steht fest. Ja, das weiß ich. Ich kann dich doch unterstützen. Also jetzt nicht als deine Partnerin, sondern als Schwester und Freundin. Also Herr Kloser, den kennst du ja noch von der Party, nicht? Das war der, der so interessiert war an deiner Kollektion. Auf jeden Fall möchte er sich morgen die Dirndl noch mal anschauen. Was? Ja, ja. Ich denke, das wird ein großer Auftrag. Das wäre... Nur an deiner Stelle, Emma, würde ich ein Model engagieren. Weißt du, angezogen sehen deine Dirndl noch viel schöner aus. Danke. Weißt du, erstens habe ich was wieder gut zu machen und zweitens, wir sind doch Schwestern. Wenn wir nicht zusammenhalten, wir dann. Jedes Mal, wenn ich auf Wein Gesamt drücke, ja, dann sagt ihr mir, ich verfüge nicht über die erforderlichen Rechte und ich soll mich an den Administrator wenden. Das kann aber eigentlich nicht sein. Haben Sie denn Ihr Passwort eingegeben? Ja. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, das Programm zu bedienen. Ach so, dann sind wir alle nur zu dumm, oder was? Ich dachte bisher eigentlich immer, Computer sollen einem die Arbeit erleichtern. Das Programm funktioniert einwandfrei. Herr Steine, mit dieser Meinung stehen Sie ja inzwischen leider relativ alleine. Nee. Ich war mit Marie zusammen auf der Fortbildung und die ist der gleichen Ansicht wie ich. Dann sollten Sie Marie mal fluchen hören, wenn sie mit dem Ding eine Reservierung buchen möchte. Marie? Ja, Marie. Die verwendet inzwischen wieder unser gutes, altes Reservierungsbuch. Das stürzt nämlich auch nicht so oft ab. Schade, dass sie gerade mit Herrn Heinemann Schlittschuh laufen geht. Sie würde ihm bestimmt gerne von ihrer Freude mit ihrem Computerprogramm berichten. Wo ist sie gerade? Hier, schon wieder. Bitte, Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte. Also. Danke, dass du mich nach Hause bringst. Danke für den schönen Abend. Wusste gar nicht, dass in dir eine richtige Eisprinzessin steckt. Dann ist dir wohl entgangen, dass ich die meiste Zeit auf dem Hosenboden gesessen habe. Aber selbst da sahst du einfach klasse aus. Vielleicht können wir das Ganze ja bald mal wiederholen. Wieso nicht? Ich geh da mal rein. Ja. Wir sehen uns morgen. Klar. Schlaf gut. Vielleicht hat mein Vater recht und Xaver wollte von Anfang an seinen Posten. Das glaubst du doch selber nicht. Also, machst du es oder machst du es nicht? Zeit habe ich eigentlich nicht. Ach komm, Marie. Die Dirndl, die passen dir wie angegossen. Die stehen dir einfach perfekt. Ich komme eh nicht drum rum, oder? Danke. Du hast was gut bei mir. Endlich.
Na, wer sagt's denn? Und du glaubst dir das? Ja. Immer bei deiner Schwester weiß man nie. Ja, ich weiß, Rosalie hat sich wirklich einiges erlaubt, was absolut daneben war. Aber ihr tut jetzt gerade so, als wäre sie eine Schwerverbrecherin. Als Selbstlosigkeit in Person ist sie bisher jedenfalls noch nicht aufgefallen. Ich weiß, sie ist manchmal egoistisch und manchmal ist gut, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sie diesmal wirklich was gelernt hat. Dass sie ihren Fehler wieder gut machen will. Mhm. Warum sonst hätte sie Klose anrufen sollen, wenn nicht, um mir zu helfen? Was war mit dem Vertrag? Da hättest du auch nie gedacht, dass sie dich in die Pfanne hauen will. Wenn Ben nicht gewesen wäre... Ja, ich weiß. Und dafür werde ich dir auch ewig dankbar sein, Ben. Aber diesmal ist es was anderes, wirklich. Ah ja? Ja, ich bin mir ganz sicher. Und deshalb möchte ich die Sache mit dem Vertrag auch endlich abhaken. Ich bin froh, dass es einfach mal gut läuft. Du willst diesen Einkäufer wirklich in deinem Zimmer empfangen, bei den Sonnenbichlers? Wieso denn nicht? Ben, der ist an meinen Dirndln interessiert, nicht an meinen Fähigkeiten als Innenarchitektin. Sind Sie noch da? Nein. Herr Kloser und ich haben uns auf Rosalies Geburtstagsparty wirklich gut verstanden. Er war total angetan. Von dir? Von Ihren Kreationen. Also wenn ich ihm 2 oder 3 Dirndl verkaufen kann, dann kann ich in neue Stoffe investieren und damit voll durchstarten. Dein Verhandlungserfolg beim Chef gibt dir richtig Auftrieb. War doch eine gelungene Generalprobe. Also in einer Stunde zu Hause? So. Ciao. Ciao. Dich hat's ganz schön erwischt, was? Ich kann nicht anders. Sie ist einfach zu süß. Oh Mann. Mann, das ist aber auch. Ja, guck nicht, so ist nicht mein Tag heute. Komm, ich helfe dir. Ja, bitte. Morgen, Chef. Oder darf ich weiter Xaver zu dir sagen? Du kannst mich nennen, wie du willst. Da hat jemand aber gute Laune. Ich will dich mal sehen, wenn dir die Frau weggeschnappt wird, ja? Hattest du eine Frau? Ich habe eine Abmachung mit Nils. Nämlich, dass wir beide die Finger von Marie lassen, aber gestern war dann Herr Heinemann mit ihr Schlittschuhlaufen. Was gibt's denn da zu grinsen, hä? Nichts. Ja. Ich glaub nur, dass du so eine Chance auch nicht ungenutzt gelassen hättest, wenn Marie nicht auf dich sauer wäre, sondern auf Nils. Wieso sollte Marie bitte sauer auf mich sein? Ja, ich an ihrer Stelle wäre es, wenn du meinem Vater den Job weggenommen hättest. Ja, Herr Sonnbichler hat gekündigt, ja, ich kann nichts dafür. Marie sieht das ein bisschen anders. Es ist auch ganz egal, ob sich der Heinemann an die Abmachung hält oder nicht. Mit dir will sie zurzeit eh nichts zu tun haben. Solltest dich besser entscheiden. Liebe oder Karriere? Musik.
Kerze hier, die ist jetzt aus Rohseide. Mhm. Da kann man natürlich auch Baumwolle nehmen, aber Rohseide trägt sich angenehmer. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich achte sehr auf die Qualität der Stoffe. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in den Dindeln steckt, dann... Handarbeit lohnt sich nicht, wenn man minderwertige Ware verarbeitet. Eben. Ich verwende sehr oft Bio-Baumwolle und Seidenbrokat. Das ist alles sehr hochwertig. Aber dadurch natürlich auch nicht gerade günstig. Qualität hat ihren Preis. ist dieser Entwurf auch von Ihnen? Das war ehrlich gesagt ein Schnittmuster aus einer Zeitschrift. Aber ich habe den Kragen und die Länge ein wenig geändert und auch noch ein paar Kleinigkeiten. Sehr talentiert. So. Danke sehr. Moment. Darf ich vorstellen? Marie Sonnbichler, eine gute Freundin. Angenehm. Klose, Richard Klose. Ganz meinerseits. Frau Sonnbichler war so nett, als Model einzuspringen. Ja, sehr reizend. Das Dirndl hat mir auf der Modenschau schon besonders gut gefallen, aber aus der Nähe ist das noch beeindruckender. Ja, wenn Sie hier schauen, die Falten, die sind alle handgeschmockt. Und das Mieder, das habe ich extra... Könnten Sie dieses Modell vielleicht auch noch in anderen Stoffen anbieten? Ja, natürlich. Ganz wie Sie wünschen. Ich hätte da zum Beispiel... Warten Sie. Hier noch eine schöne Auswahl. Natürlich die sowieso. Könnte man... Von den Klassikern, ja? Ja, genau. Ja, sehr, Beispiel. Sehr schön. Diese Stoffe sind letzte Saison... Also, soweit steht schon alles. Die Menüfolge und die Weinauswahl. Apropos Weinauswahl. Simon möchte doch bitte die Weinauswahl etwas flexibel gestalten. Einige unserer Hochzeitsgäste sind gerade, was Wein anbelangt, sehr speziell. Das ist kein Problem, solange du beim Begleichen der Rechnung auch etwas flexibel bist. Dir gehören zwar 50% des Hotels, aber wir können es uns nicht leisten, auf Einnahmen zu verzichten. Ich werde natürlich den vollen Preis bezahlen. Obwohl meine Feier im Gegensatz zu der deiner Lebensgefährtin rein privater Natur ist. Oh, war wohl ein sehr schöner Morgen mit deiner Rosalie, hm? Entschuldigung. Kein Problem, solange du unsere Gäste nicht so empfängst. Ich gehe doch davon aus, dass dieser Lippenstiftabdruck Frau Engel gehört. Die Polizei geht davon aus, dass der Lippenstift Frau Dammann gehört. Silvia, Liebes. Alles in Ordnung mit dir? Alles wunderbar, ja. Entschuldigung, ich war ganz woanders. So eine große Hochzeit bringt allerlei Aufregung mit sich. Habe ich recht? Also hatte ich doch recht. Sie stecken dahinter. Die ganze Zeit. Wegen Ihnen bin ich also durch die Hölle gegangen. Wer soll das beweisen? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Meine Aussage gegen Ihre. Wissen Sie, heutzutage zählen nur die Fakten, die die Ermittler in ihren schicken neuen Labors untersuchen können. Und die sprechen alle gegen Frau Dammann. Sie haben verloren, Herr Tarasch. Wie immer. Also gehen Sie. Gut, dann sehen wir uns unten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Geht's dir nicht gut? Du wirkst die ganze Zeit so abwesend. Zurückzubekommen. So, dieses Dirndl hier, das wäre jetzt mit Seide. Und die Besonderheit daran ist die Schürze. Die ist nämlich mit handgeklöppelter Spitze. Sehr schön. Ich halte das mal eben ran. So. Vielleicht kannst du das hier gleich noch mal anziehen. So. Entschuldigung, aber ich muss mal ganz kurz... Sind Sie allergisch auf irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Darf ich mal? Ach, kenne ich.
Eine allergische Reaktion, ausgelöst durch Chemikalien. Was sind für Chemikalien? In Asien arbeiten sie gern mit dem Zeug, geht beim Färben in die Stoffe. Aber das... Biologische Baumwolle, hm? Nicht mit mir. Aber ich verstehe nicht, wie das jetzt... Aber ich. Mir wurde bereits früher so ein Schrott aus Asien angedreht. Die halbe Kundschaft ist mir davon gelaufen. Von den Schadensersatzforderungen habe ich mich gerade erholt. Herr Klose, aber ich Frau habe... Frau Strobel, kein... suchen Sie sich einen anderen Dummen. Ich falle nicht nochmal auf sowas rein. Ich bin an einer Zusammenarbeit mit Ihnen nicht interessiert. Ich lasse mich von dem Zwischenfall nicht entmutigen. Ich mache alleine weiter. Wenn's kein Perlhuhn magst, dann mach ich eine. Da, schau her. Ein Entrecote vom marinierten Wildschweinrücken. Nee, bloß nicht. Wieso? Es würde mich nicht wundern, wenn Rosalie was damit zu tun hätte. Glaubst du, dass sie Kloser manipuliert hat? Ihn nicht. Aber die Stoffe. Nur weil du frustriert bist und bei immer nicht zum Zuge kommst, musst du ja keine Gerüchte in die Welt setzen. Meine Gefühle geht's hier nicht. Ach ja, und ich bin die Kaiserin von China. Ich kann Werner nicht heiraten. Nicht unter diesen Umständen. Gut, doch, du kannst.